Ja, hallo, schönen guten Tag. Ich bin Jürgen Weimann, ich komme aus Berlin und bin Mitbegründer der Open Hardware and Design Alliance. Und die Idee, ich weiß nicht, habt ihr alle vielleicht schon mal im Internet geschaut, um was es geht. Es geht um ein Label für Open Source Hardware. Und ich hoffe, es interessiert euch. Wenn ihr jetzt Lust habt, lieber an dem Telefon weiter zu basteln, kann ich das auch gut verstehen. Ansonsten würde ich jetzt gerne mit euch mal über das Label reden. Und was mich insbesondere interessiert, ist es was, was für euch als Hardwareentwickler auch interessant ist, selber benutzt zu werden. Die Idee für so ein Logo, kann man ganz grob sagen, ist so ähnlich wie so ein Bio-Siegel. Also es geht darum, dass es alle möglichen Ideen davon gibt, was Open Source Hardware eigentlich ist. Schließt sich die Frage gleich an, heißt es Open Source Hardware oder Open Hardware? Was bedeutet Open Source? Wie open kann Hardware eigentlich sein? Ich denke, das sind Fragen, die wir vielleicht nachher nochmal gemeinsam diskutieren können. Ich würde euch erstmal gerne vorstellen, was wir jetzt in den letzten 1,5 Jahren erarbeitet haben. Und ich würde mich dann freuen, wenn wir das gemeinsam später nochmal diskutieren könnten und schauen, ob das was ist, was für euch auch den Sinn erfüllt, für den es eigentlich geschaffen wurde. Also erstmal kurz zu Ohanda. Open Hardware and Design Alliance. Wir haben uns vor ungefähr 1,5 Jahren in Kanada gegründet, auf einem Treffen im Banff Center. Das Banff Center ist eine Universität oder ein hübscher Ort mitten in den Rocky Mountains, wo mit Hilfe des IDRC, das ist so eine kanadische Kulturförderungsanstalt, 20 Leute relativ willkürlich eingeladen wurden, die sich irgendwie mit Open Source Hardware beschäftigen. Teilweise so aus dem künstlerischen Umfeld, Arduino, aber eben auch Designer, Hardware-Ingenieure, alles Mögliche. Und wir haben halt angefangen zu philosophieren über das Thema Open Source Hardware. Und glücklicherweise war auch ein Rechtsanwalt dabei, der uns bei der Frage, ob wir eigentlich für Open Hardware eine ähnliche Lizenz erwirken wie für Open oder Free Open Source Software. Und dann gab es ungefähr 2 Tage Diskussion, weil da rausgekommen ist, dass das halt mit den Copyleft-Lizenzen leider nicht so richtig funktioniert, in dem Moment, wo wir von Hardware sprechen. Also die Design-Artefakte sind zweifelsohne Dinge, die man auch mit einer Copyleft-Lizenz schützen könnte. Aber das eigentliche Gerät, das Device, lässt sich eben nach Ansicht mehrerer Rechtsanwälte, mit denen ich jetzt gesprochen habe, nicht durch so eine Copyleft-Lizenz schützen. Der einzige Schutz, den es geben würde, wären wohl Patente. Aber wie wir alle wissen oder vielleicht auch nicht, aber uns denken können, sind halt Patente sehr unhandlich für Open Source Entwickler. Also jetzt da extra ein Patent anzumelden für irgendwas, was man mal zusammengebastelt hat, ist doch ein sehr aufwendiges Verfahren. Zumal in der heutigen Patentpraxis es dann halt oft so ist, dass große Firmen dann erstmal sagen, du verletzt mit Sicherheit 30 meiner Patente und man muss sich dann halt schon auch warm anziehen, wenn man so ein Patentverfahren da erfolgreich durchziehen möchte. Also haben wir uns gedacht, es muss ein bisschen einfacher gehen als Patente und haben uns nochmal genauer angeguckt, was denn die Free Software Foundation für Freiheiten definiert hat für ihre Software und haben dann ein Experiment gemacht und haben eigentlich einfach nur aus der Free Software Definition das Wort Software durch eben Device ersetzt. Dabei ist dann das rausgekommen und das fand man eigentlich im Ergebnis gar nicht so schlecht und haben gesagt, also wenn jemand Hardware entwickelt und herstellt und diese Freiheiten garantiert für die Leute, die damit weiter rumspielen wollen, dann ist das schon sehr gut. Eine Krux, die wir leider bis heute nicht gelöst haben, die aber auch sehr entscheidend ist, ist, dass in den Copyleft-Lizenzen ja auch die Weiterverwendung unter derselben Lizenz ein fester Bestandteil der Lizenz ist. Das heißt, die ganze Free Open Source Software Ökonomie basiert ja eigentlich darauf, dass ich Code schreibe und jemand anders den jetzt zur Verfügung stelle, der kann den ändern, muss aber eben das unter derselben Lizenz wieder veröffentlichen. Diesen Brückenschlag, die nächste Generation oder Iteration des Gerätes
auch wieder unter derselben Lizenz oder unter denselben Bedingungen veröffentlichen zu müssen, haben wir nicht gelöst, kann man ganz einfach so sagen. Wir glauben aber trotzdem, dass es für das Label einen Platz gibt, weil wir denken, dass diejenigen, die die Geräte entwerfen, letztlich erstmal bestimmen, dass diese für die offene Verwendung oder für die Weiterverwendung eben zur Verfügung stehen sollen. Und im Moment muss man halt damit leben, dass Leute, die das dann weiterentwickeln würden, unter Umständen es nicht unter dem Open Hardware Label veröffentlichen würden. Wenn irgendjemand irgendwann mal eine Lösung für das Problem einfällt, dann gerne. Okay, hier nochmal ganz kurz. Also Copyleft basiert auf Copyright. Copyright bezieht sich eben auf geistige Werke, nicht auf Geräte oder geistige kreative Werke. Und leider kann man das halt nicht benutzen. So ein findiger Rechtsanwalt hat dann aber eine Idee gehabt, die fanden wir ganz gut. Und der hat vorgeschlagen, wir sollten doch ein Trademark verwenden. Trademark im Sinne eines Labels oder eines Gütesiegels. Das heißt, wir können die Verwendung dieses Trademarks an Bedingungen knüpfen und können sagen, wenn jemand unser Trademark benutzen möchte, dann muss er bestimmte Voraussetzungen erfüllen oder sich auf eine bestimmte Vorgehensweise committen. Und dann war da gerade auch noch ein Designer, der hat ein hübsches Logo entworfen. Das wurde dann also das Ohanda Trademark. Und hier ist jetzt mal kurz beschrieben, wie wir uns das gedacht haben. Also diejenigen, die das Gerät entwerfen, hier Designer genannt, entwickeln eben das bis zu einem Prototypen unter Umständen, haben aber Design-Artefakte, also Bill of Material, PCB-Layout, den Schaltplan. Und auf diese Artefakte kann natürlich eine Copyleft-Lizenz angewendet werden. Es reicht allerdings für das Verwenden des Ohanda-Labels auch aus, das in die Public Domain zu stellen. Also nicht alles muss ja Copyleft sein, man kann ja auch sagen, ist sozusagen Public Domain, kann von jedem verwendet werden. Das wäre für uns auch okay. Dadurch, dass dann der Designer sich für das Label, die für die Verwendung des Labels registriert, wird dann eben vereinbart, dass die Four Freedoms, die wir vorhin gesehen haben, für dieses Gerät jetzt gelten sollen. Und dann erhält der Designer von uns einen Registration Key, der besteht aus zwei Zeilen. Einmal halt einen eigenen Key für den Hersteller oder Designer und der zweite Teil ist für das Produkt. Und die Idee ist auch, dass jetzt User oder Consumer oder Reuser, Redesigner, wie auch immer, über diesen Ohanda Registration Key und im Moment einfach durch einen Apache Rewrite auf einem Webserver auf die Originalseite des Herstellers kommt, also durch eine ganz einfache Weiterleitung. Und dann, wenn er das Gerät in der Hand hält, halt vom Gerät aus wirklich an die Quelldateien und an die Dokumentation kommen kann. Weil viele Open Hardware Designer sagen so, naja, ich habe doch halt auf meiner Webseite alles schon dokumentiert, aber oftmals fehlt die Information auf den Geräten. Das heißt, die Leute haben dann vielleicht ein tolles Board in der Hand oder haben ein tolles Gerät in der Hand, wissen aber erstens nicht, dass es sich wirklich um Open Source Hardware handelt und wissen zweitens nicht genau, wie sie dann eigentlich an die Dokumentation kommen. Und das ist halt so die Idee, dass wir diesen Use Case oder diese Anwendung hier versuchen, durch diese einfache Webseite und so ein paar ganz einfache Mechanismen herzustellen. Und am Ende kommt dann halt dabei raus, dass der Designer die Four Freedoms an den User weitergibt und der User über die Ohanda-Webseite eben an die Produktbeschreibung kommt. Und eigentlich ist das schon die ganze Geschichte. Genau, so kann halt dann so ein Weblink aussehen. Und so könnte irgendwann mal die Rückseite vieler Geräte aussehen, wo dann halt neben dem CE-Gerät noch das hübsche Trademark auftaucht mit dem
Ohana Registration Key. Okay, eigentlich ist das schon die ganze Geschichte. Ja, bitte. Ja, eine Frage. Es war ja jetzt dann mit den Freedoms, dass also jeder darf es verwenden, darf es auch modifizieren und muss es über eine Lizenz öffentlich. Genau. Das heißt dann aber, dass sich jeder, der es modifiziert, auch wieder registrieren muss. Müsste. Also das ist ja genau das Problem, was ich meinte, was wir nicht endgültig lösen können. Wir können die Leute nicht dazu zwingen, dann wieder dieselbe Lizenz anzuwenden. Das heißt, dieser Kreislauf, der eigentlich über die GPL oder vergleichbare Lizenzen hergestellt ist, der funktioniert hier eben nicht. Ja, und das Trademark? Auch nicht. Auch nicht. Mhm. Nur der Kunde kann sagen, ich kaufe nur was, wo das hat. Genau. Das ist der Hebel. Genau. Okay, das heißt, dass man kann, es kann jemand das Gerät nehmen über das Commander-Label und den Code auf den Daten kommen, kann was nachbauen und das Label weglassen. Könnte passieren. Das kann man nicht verhindern, kann aber man. Wenn er es wieder haben will, dann ist es nur, dass ich selber zusätzlich. Genau. Ja. Und im Prinzip ist es ja ein ähnliches Konzept wie so ein USB oder Logo. Genau. Man kriegt die Trademark ja auch nur, wenn man sich registriert hat, eine Vendor-ID und Product-ID registriert. Genau. Genau. Und vielleicht noch einen Satz, bevor ich deine Frage gerne hören möchte. Also das Ganze ist kostenlos. Es geht nicht darum, jetzt damit Geld zu verdienen, sondern es geht wirklich darum, die Idee Open Source in den Bereich der Hardware zu übertragen. Das ging deswegen nicht nochmal, weil es kein kreatives Produkt und dafür sein war, dass man die Leute nicht zwingen kann, das zu machen. Das genau. Deswegen geht es nicht. Also, die physische Repräsentation des Device selber kann ich nicht unter eine Copyleft-Lizenz stellen, die für geistige Werke gedacht ist. Ich müsste es patentieren. Was ist aber, wenn, okay, das heißt, selbst, weil du gesagt hast, die Dokumentation und so weiter, die kann man auch nicht daran. Doch. Weil, wenn ich jetzt die Schaltpläne als Dokumentation sehe, ja. Dann ist ja das Produkt ja das Derivat davon, aber das ist trotzdem viel zu weit, um das irgendwie trotzdem dran zu knüpfen. Ja, leider. Und die Schaltpläne sind eben auch nicht logisch geschützt durch das Copyleft, sondern nur grafisch. Also das heißt, die Schaltung, die ist eben nicht Copyleft geschützt, so einfach. In der Übergangsphase, da hat man ja zum Beispiel ein Telefon, wo jetzt der DSM-Teil proprietärisch, wie könnte man das dann lösen, dass man doch versucht, den Rest vielleicht unter so einer Lizenz zu promoten? Also das ist eine gute Frage, es gab da auch lange Diskussionen darüber, wie offen kann Hardware überhaupt sein, wenn man jetzt an elektronische Hardware denkt, ist ja klar, dass viele Bauteile, die verwendet werden, an sich natürlich auch nicht Open Hardware sind. Ich glaube, wir möchten uns gerne an diesen Four Freedoms orientieren, das heißt, der Teil, den ich mache als Designer von Hardware, und das Ergebnis dessen soll halt unter diese Four Freedoms gestellt werden. Und wenn man jetzt zum Beispiel, wie ganz konkret, hat sich der CryptoStick von der German Privacy Foundation hat sich gerade für unser Label registriert. Die brauchen Software, um ihren Code auf den Stick zu bekommen. Also um die Firmware ihres CryptoSticks auf den Stick zu kriegen. Das müssen sie leider immer noch proprietäre Software verwenden. Und da haben wir auch kurz darüber geredet, da kann man das dann überhaupt unter dem Label registrieren. Und wir haben ja gesagt, ja, was soll man machen? Also ich meine, wenn sich irgendjemand hinsetzt und für denselben Zweck halt eine freie Software schreibt, würden wir das sehr begrüßen. Ich glaube aber, dass durch die ganze Promotion, die wir auch unter anderem mit dem Logo versuchen in Gang zu setzen, halt auch mehr Tools entwickelt werden, die dann auch selber Free Software sind im Bereich der Hardwareentwicklung. Kurz gesagt, das Ziel im Moment ist einfach, dass derjenige, der das Produkt benutzt, kauft, wie auch immer, sieht, okay, ich habe jetzt wirklich offene Hardware gekauft, oder? Genau. Und der es entwirft, ich kann euch ein gutes Beispiel sagen, und zwar wurden Hardware-Entwickler, die ich kenne, von einem Projekt angesprochen und wurden halt gebeten, Hardware zu entwickeln für ein Projekt. Und die Firma, die Hardware hergestellt hat, hat immer von Open Hardware geredet. Und dann haben die Hardware-Entwickler halt schön entwickelt. Und am Schluss kam dann raus, ja, wir machen alles offen, aber das TCP-Layout machen wir nicht auf. Ja?
sondern das ist ja, das hat der Hersteller, der die Geräte dann baut, der hat ja da so viel Zeit und Geld investiert, um herauszufinden, wie das alles da wunderbar so klein auf die Platine passt, und deswegen wird es nicht veröffentlicht. Und da waren dann die Entwickler ziemlich enttäuscht, weil ihre Vorstellung, als sie sich committed haben, für das Projekt zu arbeiten, war, dass alles offen werden würde. Und deswegen hoffen wir halt auch, dass wir mit unserem Ansatz für Klarheit sorgen und sagen, okay, wovon reden wir denn, wenn wir von Open Hardware reden? Reden wir von ganz Open Hardware, also bis zu dem Grad, der eben möglich ist, oder reden wir von irgendwie ein bisschen Open Hardware? Und auch diese Diskussion ist vergleichbar mit dem Bio-Siegel oder ähnlichen Diskussionen aus diesem Umfeld, wo man eben auch jahrelang darüber diskutiert hat, was ist eigentlich Bio, und sich im Laufe der Zeit dann auch verschiedene Begriffe da oder Ideen rauskristallisiert haben, die aber auch hinter solchen Logos sich verbergen, und was schon hilft, einfach um alle Beteiligten darüber in Kenntnis zu setzen, was ist denn hier eigentlich gemeint. So. Ja, diese zwei Fragen und auch nochmal zum Thema vielleicht die Offenheit und wie sie gehen. Es gibt gerade bei komplexen Projekten gibt es oft einfach ein Zusammenspiel zwischen dem Layout und dem PCB, den der das PCB herstellt, und dann wird alles bestückt. Und da ist vieles dann überhaupt nicht einmal dokumentiert, sondern das ist in irgendwelchen Gesprächen abgesprochen. Ja. Und dann sagt er, ja, mach das ein bisschen kleiner, das ein bisschen größer, dann geht's bei uns. Ja. Was dann, selbst wenn man das offenlegt, ja, ist keiner in der Lage, das tatsächlich nachzubauen. Genau. Oder wenn das Layout auf dem Fertigungsprozess gemacht ist, der andere an den anderen, dann muss es sowieso angepasst werden. Das ist dann Frage 1, wie geht man mit sowas um? Frage 2 ist noch zu den Kosten, weil das jetzt so, dass das kostenlos ist, kann ich nachvollziehen, weil jetzt außer eurer Arbeit, das jetzt mal so aufzubereiten, ein bisschen zu promoten, ist ja noch nicht viel dahinter. Andere Sachen, dann so ein Trademark, muss man wahrscheinlich weltweit registrieren, entsprechend Gebühren, je nach lokalen Ländern, Übersetzung und sonst was, und gegebenenfalls muss man es auch gegen jemanden durchsetzen. Das ist ein guter Punkt. Also es gibt zwei unterschiedliche Formen von Trademarks. Das eine ist halt ein Registered Trademark. Das ist das R, was man kennt. Und es gibt das Trademark als Unregistered Trademark. Im Moment sind wir ein nicht registriertes Trademark. Und man muss sich auch überlegen, ob es Sinn macht, das überhaupt zu registrieren. Weil es ist, seitdem es in der Welt ist, quasi als Unregistered Trademark geschützt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt eine Firma oder jemand, der mit den Ideen, die zu diesem Logo passen und mit dem Social Commitment, was dazu gehört, nicht einverstanden ist oder sich nicht selber darauf bezieht, der dann dieses Logo verwendet, der würde sich wahrscheinlich ziemlich ins Knie schießen, weil die Community rund um Open Hardware und auch die Konsumenten, die jetzt Wert darauf legen, dass dieses Trademark da ist, sich über eine Nachricht, wie ein großer chinesischer Konzern das braucht, Logo der Open Hardware Bewegung, da würden die sich nicht freuen. Wir würden uns freuen, weil es würde uns viel Presse bringen. Du kannst ja auch nochmal haben. Das Handy ist gerade vor 10 Jahren mit Linux, da war auch einer dann in Australien plötzlich das Linux-Trademark registriert, hat überhaupt nichts mit Linux abgesprochen. Genau. Und das ging dann auch heiß und hoch her. Ich weiß nicht, wie die das jetzt gelöst haben. Linux beispielsweise, soweit ich weiß. Ja, mittlerweile, klar. Aber aufgrund solcher Erfahrungen. Ja, aber im Moment, also wäre der Aufwand extrem hoch, auch finanziell, und der Nutzen steht eigentlich in keinem Verhältnis dazu, zumal wir wahrscheinlich davon ausgehen müssten, dass der Missbrauch dieses Trademarks in Gebieten auf der Welt stattfinden würde, wo es noch schwieriger wäre, das dann auch juristisch durchzusetzen. Also klar, wenn das jemand in Deutschland machen würde, haben wir relativ klare Rechtsrahmen, da reicht es aber auch jetzt schon. Aber sich dann halt irgendwo in Asien mit irgendeiner Firma rumzustreiten, das ist alles interessant. Ich meine, GPL-Violations rund um Harald Welte, die machen das ja auch, aber da stehen halt mittlerweile auch echt große Firmen hinter, die ihn dabei unterstützen. Und auch entsprechende Anwaltskanzleien. Wir sind noch ein bisschen zu klein, glaube ich. Das kann ja, also ich meine, das heißt ja nicht, dass wir das für immer so lassen. Wir können es ja auch registrieren, wenn plötzlich große Hersteller zu uns kommen und sagen, wir wollen es auch benutzen. Könnten wir auch sagen, toll, dann gebt uns ein bisschen Geld.
kann dann auch, könnte auch auf Spendenbasis sein, muss man schauen. Also das ist auch so, dass im Moment gibt es keinen Verein oder keine andere legale Entität hinter diesem Logo, einfach weil die Leute, die das mitentwickelt haben, aus vielen, vielen Ländern kamen und wir könnten jetzt natürlich irgendwo einen Verein gründen, aber es wäre schöner, eine internationale Entität dafür auch zu formen. Da arbeiten wir dran und vielleicht schaffen wir das irgendwie nächstes Jahr. Ja, bitte. Wenn ich da jetzt ein Produkt registriere, dann habe ich einfach die wirklichen Key und das Logo und kann das draufdrucken. Genau. Aber wie kommt der Kunde an die Dokumentation dann ran, wenn er sich jetzt für diese Hardware interessiert? Oder was? Sagen wir mal, OpenMoko hat jetzt Signatur FFF 001. Genau. Und jetzt möchte ich da rankommen. Komme ich dann bei euch an die ganzen Daten von dem Gerät an? Weil, wenn die Firma plötzlich mal wegstürzt, ist ja halt oft in der Hardware dann auch so, dann kriege ich kein Support-Menü mehr an alle die Sachen. Dann fällt noch viel mehr weg, dann ist die Open-Hardware plötzlich gar nicht mehr open, weil es einfach verschwindet. Alles, was bei SourceForge rumliegt, gibt es Backups. Das wäre natürlich ein toller Service, wenn ich euch dann irgendeiner Weise überlegt sein könnte. Also, ja. Erstmal als erstes nur ein Dictionary, wie ich rankomme. Genau. Auf die Herstellerseite, das wäre auch schon schlimmer. Also, das ist so, dass halt die kommerziellen Hersteller, mit denen wir geredet haben, die möchten gerne ihre eigene Webseite machen. Also die möchten gerne das Produkt selber präsentieren. Und wenn wir jetzt ein Archiv dafür anfertigen wollen würden, dann könnten wir zwar diese Dateien archivieren, aber nur als Backup sozusagen. Aber wir könnten, oder die Firmen wollen eigentlich nicht, dass wir ihre Produkte auf in unserem Wiki oder sowas da. Sondern das existiert. Das ist ja auch gut, dann komme ich ja vielleicht schon zur nächsten Open Hardware, wenn genau. Ich vom alten Gerät aufs neue. Also in den konkreten Bedingungen zu dem Label steht dann drin, dass die Leute 10 Jahre lang halt mindestens diese Dokumentation unter dieser URL vorhalten müssen und uns auch proaktiv darüber informieren müssen, wenn sich jetzt irgendwas daran verändert. Okay. Es gibt anders mit Backups, das ist eigentlich schlecht. Ja. Wenn wir Backups vorhalten können, wenn Menschen allein verfügbar sind, aber die dann verfügbar werden, wenn eben der Einreicher sich nicht mehr an diese 10- und 8-Jahres-Regel halten kann, aus welchen Gründen auch immer. Ja, also das kann man überlegen. Allerdings gibt es auch schon viele Projekte, die sich halt um das Backup des Internets kümmern. Beziehungsweise es gibt auch schon viele Verzeichnisse, die eben solche Hardware-Projekte auch archivieren. Also Thingiverse ist zum Beispiel eins oder ich weiß jetzt gerade nicht, wie die anderen heißen, aber es gibt schon mehrere Verzeichnisdienste oder so Archive für. Aber ich denke, wenn allein wieder so ein Produkt, wenn es das dann immer gibt, was zum Hersteller dann referenziert wird, wenn dann irgendwo sagt, da gibt es jetzt die entsprechenden Source Code, Dokument, whatever. Dann kann ich ja, kann ja jeder, der interessiert ist, sich für sein Gerät ein Backup machen oder darüber crawlen und irgendwas machen. Also irgendwie ein zentrales Dictionary finde ich schon mal extrem praktisch und eigentlich auch mit dem Hersteller natürlich sehr gut, weil das ja durchaus der Referenz aufgelöst. Das muss nicht da bei euch dann natürlich ändern, aber also irgendwie auch von zentralem. Ja, also das finde ich auch eine gute Idee. Und wir können ja mal, also ich kann es auch nochmal mit den anderen diskutieren und schauen, wie es weitergeht. Ich meine, das ist ja nicht so, dass man das dann einfach archiviert, sondern die Entwickler entwickeln die Geräte weiter, dann sind neue Versionen da, dann muss man dafür sorgen, dass dann auch das, was man auf unserer Webseite hat, immer wieder aktuell hält. Da stecken ja so ein bisschen auch logistische Anforderungen dahinter, die wir jetzt im Moment gerade nicht antun wollen. Ja, bitte. Wie ist das mit dem Logo? Muss das dann auf die Hardware drauf? Ja. Oder war ich dann bei Backzettel? Er kommt auf die Größe des Geräts an. Genau. Ja. Also es macht natürlich keinen Sinn. Ja, ist ja klar. Ich würde es schick finden, wenn dann mit einem Laserprinter das da drauf wäre. Aber es macht natürlich ab einer bestimmten Größe keinen Sinn, das dann drauf zu drucken. Ja. Das ist ja. Also der Designer. Ja, kann man es dann lesen. Der Designer, der das Logo entwickelt hat, mit dem haben wir auch schon darüber geredet, ob wir gleich sagen sollen, halt, wenn es kleiner ist als so und so viel Millimeter, mal so und so viel Millimeter, macht es keinen Sinn, das da drauf zu drucken. Aber in so einem Fall ist es einfach augenscheinlich, dass man es wohl auf dem Beipackzettel macht. Also ist es zum Beispiel bei Batterien, muss halt bei Geräten, die sagen, dass Batterien nur anders im Boden oder anders hinterlegt werden, und dann gibt es auch solche Ausnahmeregeln, wenn das nicht mehr geht, weil es halt zu klein
dann lassen wir die Dokumentation. Das ist die Hardware-Produktion, es ist kein Zusatzaufwand, weil es kommt auf eine EAN-Nummer, bei einem CE, sonst was. Und ob da jetzt noch ein Hunter-Label draufkommt, das muss nur, wenn das Label designt wird, entschieden werden. Fertig. Genau. Also ein Punkt, was mich so ein bisschen wundert, oder so, ist, diese Freiheiten sind ja jetzt sehr, sehr abstrakt gehalten auch noch. Also diese, das heißt, machen, was immer du damit willst, ist jetzt schon mal so breit, dass ich sagen kann, oh, ich kann jetzt mit meinem Handy nicht den Rasen mähen, deswegen gilt dieses Ohanda-Label nicht. Also könnte ich jetzt theoretisch natürlich so auslegen, wird wahrscheinlich niemand machen. Das andere ist natürlich auch, dass natürlich ein Hersteller sagen kann, ja, aber am GSM-Modem, da will ja eh niemand rumspielen, zum Beispiel von dem Handy. Insofern ist uns das eigentlich schon, also könnte dieses Logo schon zurecht drauf, weil der Benutzer kann quasi alles machen, was er will, solange er halt das Bestimmte will, was wir wollen. Also wie definiert man, was ich will? Also wie breit ist das? Oder ab wann kann man sagen, jetzt kann der Benutzer etwas nicht mehr machen damit? Also der meistdiskutierteste Fall von was kann man damit machen ist, dürfen andere das nachbauen und damit Geld verdienen? Das ist eigentlich die wichtigste Frage. Also die Frage ist, will ich, dass das Stück Hardware, was ich hier designe und was möglicherweise auch von Hersteller 1 jetzt hergestellt wird, ohne weiteres von Hersteller 2 einfach aufgebaut werden kann. Und wenn ich das will, dann kann man das Open Hardware Label da drauf kleben. Wenn ich das aus irgendwelchen Gründen nicht will, sollte man nicht anfangen rumzulamentieren, was man vielleicht und so weiter machen könnte, sondern dann soll man einfach sagen, ich will das nicht und dann braucht man auch das Logo da nicht drauf machen. Und dass man es dann mit Rasen mähen kann und dann jemand anruft und sagt, ich kann ja da gar nicht Rasen mähen. Ja, nee, es geht ein bisschen so um die Erwartungen, die ich dann habe, weil wir hatten gestern zu Herr Nico was erzählt, mit diesen OMAP 4 Chips, die eben ja, in den Händen sowas jetzt erzählt haben, die kriege ich, oder die kriegt auch nicht jeder, sondern du musst eben anfragen, ob du die auch verwenden darfst bei Texas Instruments für die Herstellung. Das heißt, selbst wenn ich so ein komplett offenes Gerät nachbauen wollte, komme ich vielleicht gar nicht an die nötigen Komponenten, um das nachzubauen. Ja. Ist es dann frei oder ist es, also ich meine, ist natürlich dann irgendwann auch die Grenze, Hardware ist dann vielleicht auch nicht mehr verfügbar. Frei verfügbar und wenn du es nicht einkaufen kannst, weil es zu teuer oder zu weit weg ist, dann ja, also das Problem gibt es ja immer. Also das ist ja auch, also ich meine, klar lässt sich das, was für die immaterielle, wunderschöne Softwarewelt gilt, halt nicht so einfach jetzt in die physische Welt übertragen. Da gibt es viele Limitierungen und auch wenn ich sage, hey, du kannst es nachbauen, dann brauche ich Geld, Prozess-Know-how, die passenden Mitarbeiter, etc. pp. Das heißt, das Versprechen kann man dann einfach nachbauen, hat sowieso seine Grenzen. Aber das liegt ja in meiner Hand. Aber so gewisse Sachen wie, ja, dieses Modul kriegt nicht jeder zum Beispiel. Ja. Oder eben auch, wo ist diese Grenze, zum Beispiel dieses GSM-Modul, kannst du halt einfach nicht verwenden aus bestimmten Gründen. Genau, also ich meine, es gibt bei vielen, vor allen Dingen halt Mikrocontroller-basierten Bauteilen, gibt es solche Use-Policies oder eben auch LOIs, die dann unterzeichnet werden müssen oder man kriegt halt das Referenzdesign nur dann, wenn und so weiter. Ich denke, damit müssen wir im Moment einfach leben. Und ich würde das in Kauf nehmen. Ja, ich würde sagen, so ist es gerade, wenn ich heute irgendwas mit GSM machen möchte, dann gibt es eben leider vielleicht noch kein wirklich offenes GSM-Modul, mit dem ich alles machen kann, ohne irgendwelche Bedingungen. Aber ich glaube, dass die Diskussion darum das vorantreibt. Also ich glaube, dass der Ansporn, solche Dinge dann eben irgendwann wirklich nochmal neu zu designen und das offen zu machen, diese Bewegung, um die geht es mir eigentlich und die soll mit dem Logo halt vorangetrieben werden. Es ist jetzt nicht so stringent wie die GPL oder sowas, dass ich wirklich ganz klare Richtlinien habe, das ist jetzt das macht keinen Sinn. Bewegung, wenn genau. Das also weil wir würden ja spätestens, wenn wir Chips also verwenden, da hört es auf. Ja, dann kann ich halt leider nicht sagen, deren Design ist jetzt auch open. Noch nicht. Und ihr zieht jetzt auch keine harte Grenze und sagt, das ist noch okay und das nicht mehr.
Also im Moment ist es praktisch unmöglich, dass man mit einem Underlabel zu bekommen, dass dann eine Regel drin wäre, dann Datenwirtschaftsverwenden, die auf die nächsten 10 Jahre nicht verbar sind, und ja, man dann ein Stück genau den Preis. Genau das funktioniert nicht. Genau. Wird das irgendwie vielleicht jetzt nicht, aber in Zukunft möglich sein, so eine Rekursivsache zu haben und sagen, ein großes Ohanda-Produkt muss aus kleineren Ohanda-Bauteilen drin sein. Jetzt geht es wahrscheinlich noch nicht, weil klar, sonst können wir keinen Chip reinmachen. Aber wäre das irgendwie denkbar, dass zum Beispiel sich Texas Instrument sagt, okay, das ist Ohanda, das ist das Ohanda-Label und das, was auf dem aufbaut, ist dann Ohanda. Also das ist ein guter Punkt, weil im Software-Design hat sich durch diesen Ansatz, etwas als Open oder Free Open Source Software zu machen, haben sich eigentlich Design-Paradigmen verändert. Also man hat ja zum Beispiel gesagt, wenn man sich den Linux-Kernel anguckt, wie der sich halt entwickelt hat, hat man festgestellt, der ist wesentlich modularer geworden. Ja? Im Hardware-Design ist es bis heute noch nicht so gängige Praxis, oder an vielen Stellen noch nicht ausreichend gängige Praxis, wirklich auch so modular zu arbeiten, weil meistens wird es in einem Stück mit einem Produkt entwickelt und ganz oft werden dann zum Beispiel Spannungswandler oder irgendwelche anderen Einheiten auf der Hardware immer wieder neu entwickelt und jeder hat sein eigenes Netzteil und seine eigene Spannungsversorgung und so weiter und so fort. Ein Wunsch, der sich halt vielleicht auch im Laufe der Zeit entwickeln könnte, ist, dass man versucht, auch Hardware-Designs, die nicht darauf angewiesen sind, jetzt mit minimalem Raum auszukommen, stärker zu modularisieren. Also dass Leute sagen, ich habe hier mich praktisch spezialisiert auf einen bestimmten auf eine sinnvolle Komponente und die hat diese Schnittstellen und die könnt ihr dann so in eure Designs einbauen. Aber diese ganze Welt existiert noch nicht oder wenn man nur sehr beschränkt. Aber was ich eher darauf raus wollte, zum Beispiel, der Christoph macht sein Board, ja, und er gibt das unter Ohanda frei, ja, und es wäre halt dann irgendwie auch, wäre vorstellbar, dass dann die Bauteile, die da drauf sind, das auch haben sollten, weil wenn er jetzt zum Beispiel irgendwie reverse engineeren musste, alles, keine Datenblätter verfügbar sind für die anderen Sachen, dann weiß ich nicht, wie weit das dann, also jetzt vielleicht schon, weil es halt wenig gibt, aber in Zukunft glaube ich schon, dass man das auch berücksichtigt. Also für mich ist wichtig, dass wir mit dem Label nicht jetzt top-down anfangen, irgendwelche Dinge zu bestimmen, die in Wirklichkeit für Leute, die wirklich Hardware entwickeln, nicht realisierbar sind. Sondern ich denke, die Entwickler, die Lust haben, in diese Richtung mitzumachen, die werden selber schauen, wenn sie was Neues designen, ob sie da Komponenten finden, die sie weiter verwenden können, die schon Open Hardware sind. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass irgendwann das so funktioniert, wie du das gerade vorgeschlagen hast. Aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt würde ich sagen, ist das in vielen Fällen einfach noch nicht möglich. Und dann würden wir würden uns, glaube ich, keinen Gefallen tun damit, jetzt die Regeln, also die Verwendung dieses Labels so umzuzurren, dass es dann am Ende kaum jemand benutzen kann. Wobei man mittelfristig, also wenn ich das richtig verstanden habe, dass du vielleicht auch das jetzt nicht so hart Ohanda-Label oder nicht machen kannst, sondern dass dann wirklich so ein Score für die Openness vergeben hat. Ja, also, ja, das wollte ich mal. Also gibt es halt irgendwie sowas wie ein Freiheitsgrad. Also auf dem Beipackzettel oder halt auf dieser Verpackung, wo dann halt wirklich steht, gut, das ist Ohanda, aber pass auf, Leute, da ist ein GSM-Chip drauf. Da habe ich zwar ein Datenblatt, aber ich habe eine NDA unterschrieben oder wie auch immer. Also diese Idee, so eine Freiheitsgrad-Ampel zum Beispiel zu machen und zu sagen, halt grün ist total frei, gelb ist geht so und rot ist halt, naja. das kam schon öfter, ich finde das auch eine gute Idee. Schwierig ist halt wirklich harte Kriterien dafür festzulegen. Also grün ist einfach, ja, wenn wirklich alles offen ist, okay, aber was ist jetzt genau gelb und was ist jetzt genau rot? Und ich finde die Idee gut. Ich würde es auch gerne weiterverfolgen, aber es ist nicht so leicht. Also ich denke, da sollten wir dann in Diskussionen miteinander treten und uns überlegen, wie könnte man das sinnvoll abgrenzen. Aber ich würde nicht
Aber ich glaube, selbst das Grid ist ganz leicht, wie das Beispiel mit dem Quark gezeigt hat. Alle Doku ist da, du darfst alles machen, aber du kannst den Chip nicht kaufen. Ja. Tolle Dokumentation, freier Source-Code, alles machen, aber ich krieg das Zeug gar nicht mehr oder es ist nicht mehr lieferbar. Auch bloß End of Life von irgendeinem Chip, ist die Hardware jetzt plötzlich nicht mehr grün, weil der Chip ausgelaufen ist und ich die weg des Hauptfirmen kaufen kann. Das ist dann schon ein bisschen freier und grüner wie. Ja, wenn es um Chips geht, ist es auch ein bisschen auch. Natürlich, Schutz und Score, der ändert sich natürlich auch im Laufe der Zeit, wenn zum Beispiel Datenblätter doch verfügbar werden und solche Sachen, dann wird es natürlich besser vielleicht auch oder es wird schlechter, weil Sachen eben nicht mehr so sicher sind. Also, alles vor so. Es ist nicht das gleiche natürlich. Mit dem System kriegen. Mein Ohanda ist freier wie dein Ohanda. Nee, aber also das würde ich jetzt nicht so wechseln, aber ich denke einfach so. Das wäre mal zumindest jetzt für mich interessant, einfach mal so eine Art, so, wie so eine Bill of Materials, einfach nochmal so eine Liste haben, quasi die einzelnen Komponenten, das sind die einzelnen Werte quasi auf der nach oben offenen oder nach unten offenen. Vielleicht ohne eine Note zu verteilen, wenn man es dokumentiert, einfach so eine Dokumentation von Limitations. Mhm. Hat ein GSM-Chip mit NDA-Dokumentation, hat so ein Klammer, der dokumentieren kann, hier und da ist, oder hat einen tollen Chip, den du auch nicht kaufen kannst, kann man irgendwie Dokumente mit reinpacken, wenn man die entsprechenden Problematiken sich klar ist oder wenn sich da was ändert. Das ist immer das, was irgendwie dokumentiert ist, aber von daher ist es immer Noten und Farben vergeben, wenn man es bewertet. Ich glaube, das bringt dahinter dann lieber im Anwendung, was ich davon erwarte, wenn ich dann mit Rasen nehmen möchte. Also, das finde ich schon wichtig. Das wäre so ein schönes Feature. Also zumindest im Moment ist es so, dass ja auch nicht alle, die jetzt bei Ohanda oder sich für das Ding interessieren, in gleichem Maße qualifizierte Hardware-Entwickler sind. Also das heißt, nehmen wir das zum Beispiel in der Freerunner oder sowas, das ist ja schon die Spitze des Eisbergs an einer bestimmten Stelle. Und wenn jetzt andere Hardware-Entwickler da was tun sollten und sagen, wir gucken mal, zu welchem Grad hier offene Komponenten verwendet wurden, dann setzt es in gewisser Weise voraus, dass die ähnliche Skills haben und auch wissen, was da jetzt verbaut wurde. Deswegen glaube ich, dass außer den Entwicklern selber das kaum jemand leisten kann. Und jetzt kann man auch nicht jedem Hardware-Entwickler auf drücken, du schreibst mal zu jedem Bauteil, was du verwendest, hier auf einer Skala von 1 bis 5, wie offen das eigentlich ist. Ich finde die Idee super, ich verstehe auch, was der Ansatz dahinter ist, aber im Moment wäre ich froh, wenn Leute das Logo verwenden und wenn die sich dann noch die Fleißarbeit machen wollen, also man kann das ja auf die Webseite auch mit draufschreiben oder in Wiki und sagen, toll wäre, wenn, aber ich würde sie jetzt nicht dazu zwingen. Weil, das wäre, wenn man das der Community überlässt. Ja, na klar, das ist ja, also es ist da, ja die, ach, genau. Da. Also ich meine, letzten Endes ist es auch so, dahinter steht eine Community, ihr seid natürlich eingeladen, euch dieser Community anzuschließen und das Wiki und alles, was ihr da macht oder wir da machen, ist dann auch so Wirklichkeit. Aber man muss sich, also ich hoffe, dass sich viele Produkte dafür registrieren. Es gibt übrigens auch ein Interesse, nicht nur aus dem Bereich elektronischer Hardware, sondern auch ganz anderer Dinge, was ich ziemlich gut finde. Zum Beispiel gibt es in Berlin an der Uni so ein Projekt, ein Fahrrad aus Bambus zu bauen. Die haben sich halt haben auch gesagt, warum sollen wir nicht auch das Open Hardware Logo verwenden? Habe ich gesagt, ja, mach, also ist doch eine tolle Idee. Da muss man dann auch ein bisschen gucken, wie domänenspezifisch sind solche Anforderungen. Ich meine, auch beim Fahrrad könnte man sagen, okay, die Gangschaltung ist unter Umständen eine patentierte Gangschaltung und ich würde jetzt nicht sagen, baut man aus Bambus eine freie Gangschaltung nach. Ich glaube, es hängt sehr viel auch an den praktischen Erfahrungen, wie sich das dann wirklich bewährt und umsetzen lässt. Aber ich möchte auch nochmal sagen, dass an vielen Orten, wo ich bisher über das Label geredet habe, so ein Wunsch aufgekommen ist, diesen Grad der Offenheit irgendwie zu dokumentieren. Und ich finde es gut. Und wenn euch da was einfällt, wie man das wirklich sinnvoll machen kann, dann fände ich es okay. Vielleicht macht man auch einfach nur zwei Stufen und sagt halt ganz offen, mit allem offen und eben irgendwas eingeschränkt. Wären Anfragen. Wolltest du was sagen?
Ich hätte noch eine Frage, weil du gerade von der Community geredet hast. Ja. Ich habe jetzt auf der Website mal also einfach die Liste der Teilnehmer da bei eurem 2009er Treffen angeschaut und irgendwie so ein, zwei Leute kann ich einordnen, David Mellis, André Knöll kenne ich persönlich, aber der Rest, der sagt mir jetzt relativ wenig. Ja. Was ist das für eine Community oder wo also kann ich die Leute einordnen quasi? Die Leute, die das Ohana Trademark entwickelt haben, in dieser Arbeitsgruppe oder während dieses Workshops waren ziemlich gut gemischter Haufen aus ganz verschiedenen Kompetenzbereichen. Und diese Dokumentation, wer da damals dabei war, die ist auch, denke ich, in Zukunft nur noch bedingt sinnvoll. Eigentlich geht es um die Leute, die sich auf der Mailingliste registrieren und das sind, also die meisten davon sind selber einfach Hardware-Entwickler. Also das Ganze, wie die Webseite aussieht, ist noch sehr daran orientiert, dass wir am 1.11. angefangen haben, halt das Projekt eigentlich offiziell erstmal zu launchen. Und ich denke, das wird sich in Zukunft auch noch verändern. Auch dieser ganze Registriermechanismus ist im Moment sehr händisch. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal Zeit haben, das dann halt entsprechend in die Webseite zu packen, dass man sich einfach auf einer Webseite registrieren kann. Ja. Ah, ich sehe gerade auf der Mailingliste, da gibt es ja schon einige Requests for Registration. Ja, genau. Aber ihr habt noch keine Registrierung jetzt gemacht. Bis jetzt doch, schon. Also wir sind dabei. Ich kann das auch gerne noch mal kurz zeigen. Also im Moment spielt sich das eigentlich hauptsächlich im Wiki ab alles. Da steht jetzt noch mal kurz, was wir so machen. Übersetzung gibt es auch noch nicht. Also da wird auf jeden Fall noch mal kurz erklärt, warum es dieses Label überhaupt gibt und was es soll. Und dann können wir jetzt mal kurz die einzelnen Punkte durchgehen. Also Registration funktioniert im Moment extrem handcrafted. Hier noch mal kurz die beiden Komponenten des Ohana Registration Keys, einmal die Producer-ID und die Product-ID. Und hier seht ihr auch schon, dass die echte URL, die dann nachher umgeleitet wird, hat hier noch die Subdomain Wookie. Also, und wenn ich mich dann registrieren möchte, dann werde ich gebeten, diese E-Mail an die Mailingliste von Ohana zu schicken. Und hier auch nochmal zu der Frage, was heißt jetzt eigentlich offen? Also diese Diskussion, was Open Hardware ist, die wollen wir nicht nur bei Ohana führen, sondern die wird ja an vielen Stellen geführt. Es gibt unter opendefinition.org und freedoms defined jeweils für diese Punkte ganz gute Definitionen und wir finden es auch wichtig, diese Diskussion dort zu führen und jetzt nicht nochmal bei Ohana eine neue Diskussion anzufangen, was bedeutet denn diese Begriffe eigentlich? Und hier steht auch nochmal der Verweis darauf, dass man wahlweise halt so eine Copyleft-Lizenz benutzen kann oder eben das wirklich in die Public Domain stellen, weil nicht bei allen Sachen macht Sinn, das Copyleft zu lizenzieren oder viele Dinge sind einfach schon in der Public Domain, da brauche ich jetzt nicht anfangen, nochmal extra die Copyleft zu lizenzieren. Genau, das kann ich dann, diese E-Mail, von denen haben wir jetzt schon ein paar bekommen, die schicke ich dann an die Ohana Mailingliste und dann sieht es ungefähr so aus. Das sind die Designer bzw. Hersteller, die sich im Moment halt schon seit kurzem hier für das Ohana-Label registriert haben. Proformatik baut eine Asterisk PBX, die halt als Hardware dann auch Open Hardware sein wird. Sebastian, der wollte eventuell hierher kommen, ist aber anscheinend nicht gekommen, der macht das noch. Ja, macht das Milky Mist Projekt. Das hier ist so ein Arduino-ähnliches Board aus der Universität von Quebec in Montreal. Die haben so ein Mikrocontroller-Board gemacht. Das ist auch eins der schönsten Dokumentationen, wie das dann mal mit Ohana aussehen könnte. Das kann ich euch gerne auch gleich nochmal zeigen. Hier jemand aus Indien, der auch was ganz Interessantes registriert hat. Und zwar
In Indien sterben jedes Jahr ungefähr 1,6 Millionen Menschen an Kohlenmonoxidvergiftung, weil die einfach irgendwelche Sachen irgendwie verfeuern, um zu kochen. Und dabei entstehen halt durch die niedrige Temperatur giftige Gase, unter anderem eben auch Kohlenmonoxid in großen Mengen, und daran sterben einfach viele Menschen. Und der Dr. Reddy, der hat aus Recycling, also durch eigentlich Wiederverwendung von Abfall, ganz schöne Designs gebaut für ganz einfache Öfen, wo man auch alles Mögliche reinschmeißen kann, aber durch einen optimierten Luftstrom. Teilweise baut er aus alten PCs noch die Lüfter aus und benutzt die, eine Batterie. Kommt da halt eine hohe Verbrennungstemperatur zustande und eben messbar weniger Kohlenmonoxid dabei raus. Und der hat da mittlerweile, glaube ich, schon 12 seiner Öfen und Designs angemeldet für das Ohanda-Label. Dann hier natürlich was Lustiges, muss man ein bisschen mit Humor nehmen. Das Open Moon Projekt hat seinen Moonlander, den Z-Rose, bei uns registriert. Was ich toll finde, weil dann wäre halt auf dem Mond, wenn es klappen würde, auch schon das Ohanda-Label zu finden. Aber ist ja klar, dass die jetzt nicht in den nächsten 3 Monaten dann wirklich diesen Lander bauen werden. Ich fand es aber einfach eine nette Geste von denen zu sagen, wir machen das mit in unsere 3D-Renderings, bauen wir das schon mit ein, und sollten wir das Ding irgendwann mal bauen, dann wird es eben auch wirklich Open Hardware im Sinne von Ohanda. Da merkt man dann halt auch, wie es eigentlich gut funktioniert, dass damit eigentlich auch deren Absicht ist, wirklich so echte Open Hardware zu machen, eigentlich auch ganz gut dokumentiert ist. Dann haben wir hier 2 Produkte vom MIT, finde ich auch hübsch. Beide so Mikrocontroller-basierte Geschichten, einmal eine One-Bit-Drumbox oder Beatbox, und das andere ist auch ein Mikrocontroller, der im Unterricht am MIT in den ersten Semestern verwendet wird. Und ganz neu halt die German Privacy Foundation mit ihrem Crypto-Stick. Und die Liste der, vielleicht schauen wir uns auch nochmal kurz von den registrierten, wie sieht das jetzt aus im Moment? Das ist auch noch alles optimierungsfähig. Das ist einfach eine Wiki-Seite, wo diese Daten im Moment drinstehen, nachdem jemand halt seine Registrierung an die Mailingliste geschickt hat. Und ich möchte gerne nochmal auf das Board tatsächlich gucken, auf die Webseite. Da ist schon Google drauf. Ja, schauen wir mal kurz hier hin. Die Auflösung ist ein bisschen zu klein. Die haben das schon, also der Alex Hornbler, der war auch mit in Kanada als Teilnehmer. Und deswegen hat der hier das Logo im Moment noch drauf, ohne Ohanda Registration Key. Das ist eigentlich nicht richtig, aber die waren halt schon vor uns, also bevor wir das Wiki am Start hatten, haben die schon ihr Board registriert. Und so könnte das dann halt aussehen, so eine Seite. Und hier steht halt freundlicherweise, dass es dann mit, also für das Ohanda-Label registriert ist, und wir würden von unserer Webseite per URL Rewrite dann an den entsprechenden Ohanda Registration Key auf deren Seite zurückverlinken. Und die haben hier halt ihre Dokumentation. In einem ZIP-File haben wir hingeschrieben, es ist halt GPL-V3 lizenziert. Und ja, also so könnte das in der Praxis dann aussehen. Also ein ganz wichtiger Punkt, diese Liste mit den Product-IDs, die würde ich unbedingt auf die Startwebseite tun, oder also überhaupt, oder zumindest ein Hinweis, dass es die tatsächlich gibt, weil ich bin bis jetzt nicht drauf gekommen, dass da tatsächlich so eine Liste existieren könnte schon irgendwo. Ja, also ich habe mich bei den die Wikimedia Foundation hat so einen Wettbewerb gemacht für tolle Ideen, und da habe ich mich auch beworben mit dem Ohanda-Projekt, und ich hoffe, dass wir die 5.000 Euro bekommen. Dann können wir bezahlt an der Webseite einiges verbessern. Wenn wir sie nicht bekommen, werden wir es auch machen, aber es wird halt ein bisschen länger dauern, weil wir es in unserer Freizeit machen müssen. Genau. Ja, die Produkte sind dann an dieser Stelle eigentlich unspektakulär. Und hier kommt jetzt genau die Frage, wie viel schreiben wir eigentlich dahin? Ja, also das sind jetzt nur mal ein paar Beispiele. Wenn ich jetzt da draufklicken würde,
wo soll ich dann hinkommen? Komme ich dann auf die Seite des Herstellers? Wäre meine Erwartungshaltung? Andernfalls müssten wir hier den Aufwand an Dokumentation der Projekte doch erheblich erhöhen. Meine Frage wäre jetzt so ein bisschen, was wäre denn euer Interesse? Also würde es euch mehr helfen, jetzt da direkt dann zu dem Hersteller verlinkt zu werden, oder müsste hier noch eine ausführlichere Beschreibung stehen, um was es ja eigentlich geht? Also jetzt, wo wir gerade über Kommentare zum Beispiel gesprochen haben, wo dann andere Kommentare zu dem Wort schreiben, wäre ja schon interessant, auf eine, nochmal auf eine Wiki-Seite von dem Produkt geleitet zu werden und von da aus vielleicht an allererster Stelle oder wie auch immer hier der Link zur Produktseite, zum Hersteller. Mhm. Und da würde ich dann halt auf der Seite würde ich dann zum Beispiel, weiß ich nicht, Kommentare schreiben oder auch zum Beispiel sagen, ähnliche Funktionen sind folgende Ohanda-Projekte oder Ohanda-Produkte. Oder erfüllen folgende Ohanda-Produkte. Ja. Ich denke, ja, also aus Nutzersicht ist es vielleicht am Anfang, wenn du das Gerät hast, tippt es irgendwie hier ein Suchfeld ein und bekommt dann zwei Ausgaben, nämlich Hersteller und spezifisches Produkt. Und das könnte meines Erachtens einfach der Link tatsächlich auf den Hersteller oder das Produkt sein. Das ist nochmal in der Zwischenbeschreibung, die Wiki-Seite, die es nochmal ausführlich beschreibt. Denke ich, das wird, wenn das Projekt jetzt richtig gut und dann da zum Beispiel 200 oder 500 Hersteller mit 2000 Produkten sind, wird es einfach übersichtlich. Und ist damit kein Nutzen mehr. Und man macht jetzt am Anfang eher dazu neigen, direkt auf der Projektseite. Ja, andererseits ist es so, wenn tatsächlich das boomt und dann irgendwie ein paar tausend Projekte sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeine Website auf einmal tot ist und niemand mehr weiß, was ist jetzt da passiert. Und so, wenn ich zumindest so eine Landingpage habe, wo ich erstmal noch eine Übersicht habe, was ist das überhaupt für ein Projekt und wer hat das gemacht, weil dann sehe ich vielleicht raus, welche Autoren das waren. Also so diese Informationen finde ich eigentlich schon hilfreich, dass die irgendwo nochmal gesammelt sind. Wobei wir können auch so eine Analogie zu Open Software ziehen. Da gibt es ja auch Archive, die einfach nur speichern, da gibt es das. Ich habe von einem Taurus hat es ja mal dieses Benefits gegeben, das war einfach nur 4000 Einträge, es gibt nur die Software gehostet und mehr Informationen war dann bei dem entsprechenden Projekt. Oder ein Debian Repository. Aber eine Beschreibung war trotzdem drin in Kinefitz. Kinefitz hat auch eine Beschreibung. Eine kleine kurze Beschreibung, auch der erste Autor, was ist es, was ist mehr oder weniger ausführlich. Aber das wurde jetzt wieder vom Autor gepflegt. Also ich denke, man könnte es ja irgendwie so machen, wie du gesagt hast, dass man so ein Repository, wo man einfach durchbrowsen kann. Und dann wirklich eine kurze Beschreibung, aber was man nicht erwarten kann, ist zum Beispiel, dass die Hersteller diese Kommentare und so weiter zu Ohanda auf der Herstellerseite. Also ich glaube schon, dass es schon trotzdem eine Tabelle von mir aus, eine HTML-Tabelle gibt mit ID, Autoren, Link zur Homepage und dann die Kommentare und fertig, nichts anderes, keine andere Beschreibung. Aber die Kommentare zur Offenheit, die gehören halt einfach auf die Webseite von Ohanda und nicht beim Hersteller, weil. Das ist eigentlich UPKG.org, das ist doch auch ein Archiv für Programmer Software. Es gibt UPKG als Tool, es gibt als Seite. Ich weiß nicht, wie oft da die Software so, ob man das einfach übernehmen kann. Oder die Datenbanken und würden alle einführen. Ich weiß, es ist eben Kommunikado, der es gemacht hat. Ah ja. Missing in Action. Das war schon ewig und abgelehnt. Ja. Ich denke schon auch, eine redaktionelle Zwischenschicht, eine Wiki-Seite pro Hersteller, die weiß nur, sind sich einmal für Backup-Zwecke, für Kommentare, für was auch immer. Weil es macht sich ja auch einfacher, dann eine einheitliche Suche und Verlinkung und Verletzung zu machen. Jede Herstellerseite sieht anders aus und dann kommt der Fake, wenn der Hersteller sagt, das ist der Link, der geht dann nach busard.de und zdf.de, wie man das heißt. Wenn Sie mehr wissen wollen, dann gucken Sie auf siemens.de. Ja. Das ist ja auch sowas. Und dann, oder Sie machen den Link direkt rein in Ihr PHP, irgendwas, die zwei Monate später ändert sich irgendwas, allerdings tut auch nicht. Da gibt es, glaube ich, ganz viele Sachen. Und man kann einfach Kommentare alles dazu machen. Man kann erstmal eine einheitliche Struktur anbieten, die wichtigsten Sachen, kann immer noch Informationen dazu tun und dann immer an der gleichen Stelle mit der gleichen URL den Link zum Hersteller, den er haben möchte. Schon in der Struktur, wo man sich einfach dann auch wieder irgendwas automatisieren lässt.
Aber ich denke, eine Schicht von eurer Seite dazwischen, da habt ihr einfach viele Möglichkeiten, dass ihr das gestalten lässt und die Wiki-Seite reicht ja eigentlich zunächst mal. Wenn es dann mal 1000 und 10.000 Hersteller gibt, kann man immer noch eine bessere Struktur machen. Ja. Gibt es noch was, was euch interessiert oder irgendwelche Kommentare? Oder? Also du hast ja so ein bisschen dokumentiert irgendwo im Wiki auch, dass die Free Software Foundation jetzt nicht so enthusiastisch war, sich da auch nochmal mit einzubringen. Mhm. Jetzt haben die ja irgendwie Mitte Oktober so ein Hardware-Endorsement-Programm aufgelegt, das jetzt also so eher auf Software ausgelegt scheint, genau. Aber was ist da das Verhältnis, beziehungsweise ist es nicht so, dass dann jemand sagt, ach ja, so ein FSF-Logo, das ist viel bekannter, hat vielleicht mehr Prestige als so ein Open-Hardware-Ding, jetzt habe ich nur das drauf, oder? Doch. Also es ist halt so, dass ich seit 3 Jahren versucht habe, sowohl, also erst habe ich mit Richard Stallman geredet und auch mit der FSF und habe versucht, denen zu sagen, macht ihr doch sowas. Weil warum soll ich jetzt anfangen, so ein Label da in die Mail zu setzen? Hätte es die FSF gemacht, wäre es viel toller gewesen. Ja? Und die haben dann gesagt, nein, wir kümmern uns nur um Software. Dann habe ich mit Creative Commons geredet, die haben im Prinzip genau das Gleiche gesagt. Und alle haben gesagt, ja, tolle Idee, aber es ist nicht in unserem Bereich. Und dann, erst als wir dann angefangen haben, es wirklich umzusetzen, kam plötzlich die FSF und meinte so, ah, vielleicht sollte man doch irgendwas machen. Jetzt fängt er da an und jetzt steht das plötzlich überall in den Medien und so weiter. Dann lass uns doch mal auf den Zug aufspringen. Keine Ahnung, jedenfalls haben sie dann halt ihr FSF Label rausgebracht, was ich weiß nicht, ob es jetzt schon eine Firma verwendet. Ich denke, es ist sehr sinnvoll, hat aber natürlich eine andere Botschaft, heißt halt, dass Open Source, also Free Open Source Software auf diesem Gerät läuft oder dieses Gerät eben mit kompatibel ist zu der Idee, darauf dann Free Open Source Software zu entwickeln. Das heißt, die können sie sogar ergänzen. Genau, also im Prinzip könnten beide drauf sein. Man könnte sagen, toll, es ist Open Hardware plus das FSF-Logo dafür, dass es dann, also im Prinzip müsste Open Hardware immer zu dem FSF-Logo passen, würde ich jetzt mal denken. Aber das ist eine interessante Geschichte, die mir schon öfter in meinem Leben passiert ist, dass man halt mit vielen Leuten ganz lange über was reden kann und es gibt immer ganz viele Gründe, warum man es dann nicht macht. Wenn man dann aber tatsächlich loslegt und irgendwas selber initiiert und es dann auch so aussieht, als könnte das erfolgversprechend werden, dann sind doch ganz andere plötzlich schnell dabei und machen irgendwas. Das ist aber auch, denke ich, einfach nicht schlimm, kann man auch als Strategie mit berücksichtigen und ich würde mich am Ende dann doch freuen, wenn irgendwann mal größere Institutionen sich um solche Themen kümmern, als wenn wir jetzt da das Rad dann nochmal komplett neu erfinden, was dieses die organisatorische Seite von dem Label betrifft. Ist mir jetzt gerade erst gekommen, euer Logo bezieht sich rein auf die Hardware? Ja. Also das heißt, ich könnte auf auf irgendeine Hardware, auf irgendeinen Rechner, der zwar komplett auf einer Hardware hat, aber ja, Microsoft Software läuft oder sowas, also nur so ein Windows Mobile oder sowas, könnte ich prinzipiell auch dieses Logo drauf machen. Ja. Also wenn ich so einen kryptografischen Bootlader in dem Handy drin hätte, plötzlich, also dann kann da bei Hardware und wieder kryptografisch auch gesicherten Bootlader, dass man nicht jede Software so Play oder Like draufkriegt. Und dann schon wieder Software. Sehr speziell. Ja. Also bei Firmware sagen wir ja schon, da kann man noch mal kurz gucken, weil der, also wir sagen schon, dass die Funktions, also Software, die sozusagen für die Funktion des Gerätes von dir zur Verfügung gestellt wird, dass die Open Source Software sein darf. Okay. Aber dass jemand anders dann mal Windows draufpackt oder irgendwie irgendwas anderes oder warum nicht? Ja. Aber haben wir etwas noch analog, was die Software Foundation einschließen? Ja. Also, wenn das drauf ist, dann muss es aber praktisch auch immer drauf lassen, denke ich. Ja. Also, das heißt, wenn ich rein auf eine Hardware baue, aber da ein proprietäres Betriebssystem drauf habe, also das per Default installiert ist, dann ist es dann nicht Open Hardware, auch wenn ich ein anderes drauf spielen kann? Also, wir haben in der Definition, ich kann ja das nochmal ganz kurz aufrufen, damit alle da auch reinschauen können. Du wolltest auch ein Stück Freiheit, dass ich da dein Windows installiere, genau. Ob das übernetzt sein soll,
Aber jetzt mit 100 schon ausliefern, ja. Weil, weiß ich nicht. Ja, aber wenn ich es runterschmeißen darf, ist ja auch okay. Aber nee, weil, also, weil dann sind wir ja komplementär, die beiden Komponenten. Also ich schreibe, also hier auf der Webseite steht, dass I will publish any software that is required for using my hardware publicly on the internet under a license that complies with the open source definition or put it in the public domain. Also das heißt, derjenige, der das, der jetzt das Gerät rausgibt, von dem verlangen wir erstmal, dass da Open Source drauf ist. So. Und, aber dass dann jemand anders da Closed Source drauf macht, ja, okay. Ist halt Teil der Freiheit, die ja. Man dann hat. Okay, also dann ist es soweit. Wie ist euer Verhältnis dann, also zu diesen Open, irgendwo hast du auch die, genau, OSHD, also dieses Open Source Hardware Definitionsding, das ist ja auch nicht ganz, ganz neu. Ja. Also wie kommuniziert ihr damit? Ich glaube, der David Mellis ist ja zumindest auch einer der Zeichner. Einfach halt, indem wir uns da mehr oder weniger aktiv an der Ausarbeitung der neueren Versionen beteiligen. Also das ist quasi schon so, ihr seid schon in Kontakt mit den Leuten, die das definieren, ja. Oder mit diesen Definitionen. Während Free Software Foundation macht so ein bisschen ihr eigenes Ding. Wir sind auch mit der Free Software Foundation in Kontakt, nur ist der Kontakt halt leider nicht, hat nicht dazu geführt, was wir uns erhofft hätten. Okay. Aber es ist trotzdem so, dass wir miteinander reden und auch, ich denke, auch dieses oder nächstes Jahr wird sicherlich wieder so ein Open Hardware Summit geben irgendwo. Und da werden auch die, wird auch die Free Software Foundation wieder sein. Also zum Beispiel war der Chairman der Free Software Foundation auf dem Open Hardware Summit in New York da, wo Xavier halt auch die Johanna-Idee vorgeschlagen hat. Und als wir halt die Four Freedoms gezeigt haben, hat er geklatscht, ja, und meinte halt, das ist doch super, dass ihr jetzt eigentlich unsere Definition von Software auf Hardware übertragen habt. Da gibt es keine Anfeindung. Das Problem ist eher, dass die halt sagen, wir haben genug zu tun, uns um diese ganze Free-Software-Thematik zu kümmern. Wir haben gar nicht die Ressourcen, so ein kompliziertes Gebiet. Ihr habt ja jetzt schon an den Fragen und an den Diskussionen, die wir hier haben, gemerkt, das ist nicht so wirklich griffig. Und wenn sich jetzt so eine Institution wie die Free-Software-Foundation damit beschäftigen würde, würden wir ja aber erwarten, dass die viele dieser Fragen viel eindeutiger beantworten, als ich das jetzt hier so machen kann. Ich glaube, in eurem Hardware-Thema ist es einfach, wenn ich jetzt ketzerisch sagen, sehr viel schwieriger, diesen Virusgedanken von der Free Software Foundation reinzubringen. Ja. Und wenn man da kein Virus und keine Religion draus machen kann, dann ist es vielleicht nicht so interessant. Weil gerade, wie du auch gefragt hast, dass eine der Freiheiten auch ist, dass ich da einen Billigklon in China machen kann, das ja softwaremäßig so ein bisschen BSD-Leistens oder MIT-Leistens. Ich darf einfach alles mitmachen und irgendwie, was ich immer sehr positiv und befreit fand, stehen. Mit diesen Freiheiten, wo man Ketten braucht, mit der Free Software Foundation. Von daher ist das, glaube ich, schon irgendein Stück anders, wo es ziemlich schwierig ist und wo man vielleicht auch gar nicht hin will, je nachdem, wie man ausgerichtet ist. Das ist eine ganz andere Diskussion. Aber technisch ist es einfach schwierig, so wie die Free Software Foundation aufgestellt ist, diesen Zwang ein bisschen außen drüber und die ganze Welt zu visionieren, ist da einfach schwieriger, weil man dann wirklich Patente und solche Sachen richtige Infrastruktur. Also vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt, was mich persönlich, warum mache ich das überhaupt? Also ich bin seit 8 Jahren in der Wireless und Wireless Community Network Business unterwegs und habe Freifunk unter anderem mitgegründet und ich habe halt, weiß ich nicht, wie viele Router neu geflasht und habe halt echt keine Lust mehr gehabt, Router zu geflashen. Und dann bin ich nach Taiwan gefahren und habe versucht, mit den Herstellern zu reden und wir haben halt dann vor einem Jahr dort so ein Open Technology Summit organisiert und haben uns mit den Herstellern unterhalten, ob die jetzt nicht langsam mal lieber unsere Firmware als ihre schlechte Firmware da auf die Router machen wollten. Und ein Ergebnis war dann, dass Michael Burmeister Brown, das ist so ein Amerikaner, der hat jetzt ein Projekt, das heißt OpenMesh.com. Da kann man jetzt tatsächlich OpenWRT vorgeflashte Access Points kaufen. Das andere Thema ist, dass ich fühle mich halt mit dem ICT for Development, also Entwicklungshilfeprojekten rund um so IT-Infrastrukturen beschäftige
Und dass es schön ist, dass halt solche Router hier in Europa verfügbar sind, die aber in Asien gebaut werden. Aber wenn ich die in Afrika oder Indien kaufen möchte, kosten die doppelt so viel wie hier. Und zwar wirklich. Also hier kosten sie, sagen wir, $50, da kosten sie $100. Es kommt noch dazu, dass für mich $50 weniger sind in Europa als $50 in Afrika oder Indien. Und außerdem stellt sich schon die Frage, warum muss so ein Ding eigentlich in Taiwan hergestellt werden oder in China und dann um die ganze Welt verschifft werden, wo man doch das möglicherweise auch gleich vor Ort machen könnte. Und das heißt, meine Idee von Open Hardware hat schon wirklich was damit zu tun, dass ich anderen Leuten das Recht und die Möglichkeit einräume, das auch nachzubauen. Das hat für mich auch was mit Ökologie zu tun, weil ich nicht irgendwo auf der Welt irgendwas herstellen muss, was dann bis ans andere der Ende der Welt halt verschifft werden muss und ich da auch Handelswege und Marketing und so weiter, Infrastrukturen aufbauen muss, sondern in vielen Fällen könnte es denkbar sein, dass es dann halt eine lokale Produktion tatsächlich davon gibt. Und man muss es dann nicht als Firma irgendwie top-down alles wortmäßig organisieren, sondern warum sollen nicht Telefone an verschiedenen Produktionsstätten der Welt hergestellt und dann lokal auch vertrieben werden über diese Idee, dass es halt Open Hardware Designs gibt und die Firmen das dann vor Ort tatsächlich einfacher machen können, ohne dass man das global von einer Stelle aus organisieren muss. Und das ist so ein wichtiger Bestandteil, der zumindest für mich persönlich auch da im Hintergrund mitspricht und mich mit antreibt, das zu tun, was ich tue. Weil ich denke, bei Schrauben zum Beispiel, ja, da weiß man auch schon seit vielen, vielen Jahren, wie man eine Schraube herstellt, wie die beschaffen ist, was die genau für Eigenschaften haben muss. Das ist sogar in DIN-Normen dokumentiert. Und trotzdem würden wir oder würdet ihr, die jetzt hier sitzen, nicht sofort aufspringen und sagen, ha, jetzt baue ich Schrauben. Weil das macht man nicht. Ja, man macht halt das, was man gerne machen möchte, und als Firma macht man das, was man gut kann, wo man das Prozess-Know-how hat, wo man die Infrastruktur hat und so weiter und so fort. Das heißt, der Teil der Diskussion bei Open Hardware, der immer darum geht, ja, dann kann das ja jemand anders nachbauen, der regt mich ein bisschen auf, weil ja, das stimmt, das kann dann jemand anders nachbauen und im besten Fall sollte es auch jemand anders nachbauen, aber leider wird es nicht so sein, dass jetzt gleich alle aufspringen und das dann sofort nachbauen und billiger verkaufen. Die meisten Open-Hardware-Projekte, die ich kenne, sind Leute, die halt selber Designs entwickeln, die sich dann schwer tun, eine Kleinserie zu produzieren und von Vertrieb und so weiter und so fort, von der Vermarktung ihrer Ideen meistens ganz zu schweigen. Also die meisten Leute bauen irgendwas Schickes, stellen dann eine Kleinserie vielleicht von 1000 oder manchmal auch 10.000 Geräten her, aber in den seltensten Fällen wird die Produktionszahl sechsstellig. Wohingegen halt der OEM-Hersteller in Taiwan erklärt, ja, weil ab 500.000 wird eigentlich die Maschine erst hier richtig warm. So, ja. Und da kann man natürlich jetzt lange diskutieren. Ich würde mich mordsmäßig darüber freuen, wenn so ein Design, was bisher in einer Kleinserie existiert, tatsächlich von irgendjemand in einer Großserie hergestellt werden würde, wenn damit dann auch die Produktionskosten entsprechend sinken würden. Und wir das tolle Gadget, was jetzt jemand designt hat, dann auch für weniger Geld in größeren Stückzahlen zur Verfügung hätten. Deswegen sehe ich da eher die positive Seite von dieser Möglichkeit, dass andere das nachbauen können. Und wer eben meint, dass er selber in der Lage ist, sein Produkt auch erfolgreich zu vermarkten und der nicht will, dass andere das nachbauen, der soll dann halt bitte kein Ohana-Logo draufkleben. Fertig. Das war vielleicht auch ein ganz gutes Abschluss. Oder gibt es noch irgendwas? Ja, nutzt die Zeit, entweder vielleicht Mittagspause oder ein bisschen basteln.